YouTube hat mal wieder die Einstellung geändert. Wenn ihr weiterhin alle Neuheiten und Informationen zu meinem Kanal erhalten wollt, dann drückt hier den Abonnieren-Button, falls noch nicht geschehen. Drückt hier auf dieses Symbol und wenn ihr das gemacht habt, dann macht ihr hier einen Haken. Ich möchte alle Mitteilungen zu diesem Kanal erhalten. Dann drückt ihr hier auf Speichern und schon sollte das Ganze aktiviert sein. Und jetzt viel Spaß beim folgenden Video. Und das Wohnmobil hat Räder, verdammt, doch wir können hier nicht weiter, hier ist Fledermausland. Moin Leute, an der Stelle willkommen hier auf meinem Kanal. Es gibt mal wieder was Neues, wie ihr hier oben schon wunderschön seht. Es gibt eine neue Version vom Modmenü Sirius V9. Die Version ist für Online und Offline, wobei ich gleich sagen muss, benutzt es lieber im Offline-Modus, weil im Online-Modus ist einfach immer eine Chance, gebannt zu werden. Und gerade bei der letzten Bannwelle, da hat es einfach sehr, sehr viele erwischt, wo das Sirius Modmenü benutzt haben. Jetzt mit dem mit der Version 9 weiß ich nicht, wie es ist, ob es schon detected ist. Ich habe mal bisher noch nichts Konkretes gehört, allerdings kann ich es auch nicht selber testen, da ich derzeit auch noch Sonderurlaub bis morgen habe, also Sonderurlaub im Sprich von einem 30-Tage-Bann. Der ist aber morgen am 20.01. Gott sei Dank vorbei. Gut, aber ich zeige euch die Version trotzdem, ich zeige es euch jetzt halt im Offline-Modus. Funktioniert genauso, die Funktionen sind die gleichen. Es wurden ein paar Sachen geändert, es wurden ein paar Sachen hinzugefügt. Geändert wurde zum Beispiel das mit Money Rain gleich vorab, also wenn ihr nur wirklich den Money Rain das Menü haben wollt. Wurde leider gefixt, weil dadurch einfach wahrscheinlich die ganzen Bans entstanden sind und ja. Aber egal, kommen wir zum Video. Zunächst mal brauchen wir Sirius V9. Link ist natürlich unten in der Videobeschreibung. Das Ganze ist auch wieder vom Blubloop Tom und von seinem Cousin ist es, glaube ich. Ich weiß auch gerade nicht, wie er heißt. Link zu seinem Kanal und auf die offizielle Downloadseite findet ihr natürlich unten in der Videobeschreibung. Jetzt brauchen wir erstmal WinRAR 7-Zip oder was auch immer, um das Programm oder die Datei zu entpacken. Wir gehen einmal hier entpacken nach Sirius V9, dann entsteht hier so ein Ordner. Wenn wir den öffnen, da man, dann ist da nochmal ein Ordner drin, da nochmal drauf und jetzt sehen wir hier sind drei Dateien. D-Input, D-Input 8 DLL, Sirius-Menü.tom. Okay, die drei Dateien brauchen wir gleich, jetzt müssen wir erstmal ins GTA-Verzeichnis. Jetzt ist es relevant, habt ihr die Rockstar Edition oder die Steam Edition? Ich habe jetzt beides, deswegen zeige ich auch kurz beides, wie ihr da hinkommt. Zunächst mal geht ihr auf eure Festplatte, geht auf Programme x86 und jetzt gehen wir auf Steam. Das ist jetzt für die Steam Edition oder Steam Version. Bei der Rockstar Edition zeige ich es gleich, wie es funktioniert. Dann gehen wir hier im Steam Ordner auf Steam Apps, Commun, GTA 5. Und jetzt sind wir schon im Hauptverzeichnis. Jetzt nehmen wir die drei Dateien und ziehen sie einfach einmal hier rein. Bei mir sind sie jetzt schon vorhanden, deswegen ist es eigentlich egal, aber machen wir trotzdem mal verschieben und ersetzen. Was ganz wichtig ist, ihr müsst D-Input und D-Input 8 ersetzen. Das ist wirklich sehr wichtig, falls ihr die schon drin habt. Die werdet ihr wahrscheinlich schon drin haben, wenn ihr das alte Mod-Menü installiert habt. Gut, wenn wir das dann haben, dann können wir den Ordner eigentlich schließen. Jetzt zeige ich euch allerdings noch, wie das Ganze mit der Rockstar-Version funktioniert. Wir gehen wieder zurück auf unsere Festplatte, gehen dieses Mal auf Programme, gehen hier auf Rockstar Games, GTA 5 und schon sind wir drin. Da wir das gleiche Spiel einfach die Dateien reinziehen, wenn ihr die Dateien reingezogen habt, dann war es auch schon. Dann könnt ihr den Ordner komplett schließen. Als nächsten Schritt müssen wir jetzt GTA einmal starten. Okay, im Spiel angekommen. Ich hoffe, jetzt funktioniert alles, weil ich hatte das Problem, ich musste meinen PC komplett neu machen. Das ist jetzt die erste Aufnahme, wo ich wieder mache. Ich habe vorher nur ganz kurz mal getestet, ob das alles passt mit dem Bildton. Allerdings im Spiel habe ich es nicht getestet. Ich hoffe, das läuft einigermaßen ruckelfrei. Die Grafik muss ich auf jeden Fall umstellen. Das sieht ja katastrophal aus. Gut, aber egal, darum geht es jetzt gar nicht. Wir sind jetzt hier im Spiel angekommen, im Offline-Modus, wie gesagt, weil online bei mir nicht geht. Es geht nur bei mir nicht, weil ich gebannt bin. Wenn ihr nicht gebannt seid, wird es auch im Online-Modus funktionieren, allerdings gleich vorab, ich sag's nochmal, lieber nicht benutzen, weil ich weiß nicht, ob das detected schon ist oder ob man dadurch gebannt werden kann. Aber egal. Jetzt, wie öffnen wir das Menü? Wir drücken die Einfügen-Taste. Da steht EINFG drauf. Die ist da, wo Position hoch und Position runter und das ganze Zeug ist. Für die englischen Leute, it's the Insert Key. Okay. Jetzt kommt hier ein Fenster. Who made Sirius? Enter his YouTube name, Forum name. Jetzt geben wir hier BlueBlueTom ein. Die Schreibweise weiß ich nicht, ob es eine Rolle spielt. Steht jedenfalls auch nochmal unten in der Videobeschreibung. So,
So wie ich das jetzt geschrieben habe, wenn er so schreibt, dann funktioniert es auf jeden Fall. Das Ganze bestätigen wir einmal mit Enter und jetzt sehen wir auch schon unten links Congrats, Enjoy, wir haben alles richtig gemacht. Jetzt sind wir hier aber im Player-Menü, wenn wir einmal auf die 0 drücken, dann kommen wir zurück ins Hauptmenü von dem Ganzen. Es wurden jetzt wirklich einige Sachen da hinzugefügt, allerdings wurde halt auch das mit Money Rain zum Beispiel entfernt. Hier können wir natürlich uns immer noch irgendwelche Fahrzeuge spawnen, spawnen wir uns einfach mal so ein Ding. Wenn wir hier zurückgehen, können wir noch, wo haben wir, My Vehicle, Upgrade Vehicle, da ist jetzt noch ein bisschen getuned. Wir können hier einige Funktionen, das sind Closed Doors, nice, ja, halt Türen öffnen und lauter so ein Zeug. Unsere Reifen können wir kaputt machen, dann können wir uns, ich sag jetzt nur ein paar Funktionen, so im Schnelldurchgang, was ich jetzt für wichtiger empfinde. Wir können uns alle Waffen geben, die Munitionart ändern, dann brennt die Muni oder brennt das, wo wir drauf hier schießen oder explodiert, ist natürlich richtig cool. Hier unten können wir einstellen, wie viel Damage unsere Waffe mehr machen soll, also man kann hier halt, ja, dass ein Schuss halt so viel macht wie eigentlich 10 Schüsse, da könnt ihr ja ein bisschen rumspielen. Playerlist, das funktioniert natürlich nur in Online oder so funktioniert es auch, aber ja, ist halt nicht sinnvoll, wenn ihr da alleine drin seid. Was können wir denn da überhaupt machen? Gut, ihr könnt euer Leben sehen. Ja, eigentlich nichts wirklich Tolles. Ihr könnt euch hinteleportieren. Das war eigentlich auch schon das Wichtigste, denke ich mal. Anti-Troll, weiß ich gar nicht, was es ist. Ich denke, das sind, wenn irgendjemand solche vor die Garage so Propeller oder sowas stellt, dass man halt die damit entfernen kann oder ausschalten für sich oder wie auch immer. Weather, das finde ich ganz cool, gerade fürs Aufnehmen. Wenn man hier zum Beispiel extra Sunny macht, dann ist es einfach eine krassere, schönere Atmosphäre in GTA. Sowas finde ich auf jeden Fall cool. Oder was auch noch geht, was halt sonst überhaupt nicht möglich ist. Wir können hier, ja, schneien lassen und lauter so ein Zeug halt. Wow, da stürmt es noch richtig. Was halt sonst normalerweise im Spiel gar nicht drin ist, außer an Events war das, glaub mal. All Players, da können wir allen Waffen geben. Wäre auf jeden Fall nett. Und was auch noch cool ist, ich glaube, das ist neu. Teleport, gut, das war schon drin. Da sind halt ein paar coole Spots drin, wo man einfach mal gesehen haben sollte. Könnt ihr ja euch mal hinteleportieren. Ich will es auch gar nicht zeigen, weil könnt ihr euch ja überraschen lassen, was ihr da so findet. Hier können wir uns noch Clothing umziehen, also wie wir denn aussehen wollen. Das ist sehr cool. Also können wir nachträglich unseren Charakter nochmal verändern. Das ist wirklich eine sehr coole Sache, finde ich, weil es gibt ja, gut, normalerweise gibt es die Möglichkeit, aber man muss halt immer wieder rumrennen. Ja. Und vor allem, ich glaube, Lex-ID und sowas, also wirklich, wie unsere Beine aussehen, das geht normalerweise, glaube ich, überhaupt nicht zu ändern. Aber damit ist es möglich. Ja, aber ist ja auch eigentlich letzten Endes egal. Probiert es einfach rum, spielt ein bisschen mit dem Menü. Was kann man hier noch geben? Gut, das habe ich ganz vergessen, darauf einzugehen. Hier können wir uns einen God-Mode geben. Super Jump, also wir springen dann wirklich extrem hoch. Selbstmord, Run Speed, also je nachdem, wie schnell wir rennen. Schwimmen, wenn wir irgendwo hinschwimmen wollen, können wir natürlich Schwimmspeed auf 50 stellen, dann geht das schon ganz schön ab. Anti-AFK ist eine ganz coole Aktion. Damit können wir einfach nicht gekickt werden, auch wenn wir länger nur blöd rumstehen. Ich denke mal, der wird dann einfach immer wieder eine Bewegung simulieren und dann passt es schon. Das ist auch ganz cool. Zack, unsichtbar. Läuft auf jeden Fall. Prevent other aiming at you. Ich denke mal, da wird irgendeine Meldung kommen. Allerdings kann ich es jetzt, wie gesagt, leider nicht ausprobieren, sonst könnte ich euch genau sagen, was es ist. Und unbegrenzt Spezialfertigkeiten. Was das genau ist, keine Ahnung. Ich denke mal halt, das ist einfach so mit Rennen und so einem Scheiß, dass man einfach da auf jeden Fall am Maximum ist. Okay, ich hoffe mal, das Menü klappt bei jedem. Wenn es irgendwelche Fragen, Probleme oder so das gibt, haut es unten in die Videobeschreibung. Ich sag's zum dritten Mal, für einen Bann oder sonstiges übernehme ich keine Haftung. Eben sollte klar sein, dass es nicht ganz legal ist. Und wenn es halt Rockstar rausfindet, dass ihr so ein Menü habt, dann seid ihr halt weg vom Fenster. Der erste Bann geht in der Regel 30 Tage. Der zweite Bann ist, glaube ich, sogar schon permanent. Gut, wenn euch das Ganze trotzdem gefallen hat, würde ich mich über einen Daumen nach oben wirklich sehr freuen. Ansonsten war es das von meiner Stelle auch schon wieder. Ich würde sagen, bis zum nächsten Video. Macht's gut und haut rein.